Hallöchen, meine Lieben. Ja, da ich ja die nächsten Tage wieder Spätdienst habe, schauen wir jetzt schon mittags rein in den nächsten Tag und gucken mal, was am Donnerstag so für den einen oder anderen wichtig sein könnte. Welche Energie ist denn hier besonders präsent, liebes Universum? Was darf ich hier mitteilen? Ein Gegenüber fällt raus. Ganz gleich, ob männlich, weiblich. Wir sind hier geschlechterneutral. Die Zeit und der Fuchs. Okay. Ja, die Zeit ist reif. Es kann sein, dass es hier um das Gegenüber geht. Eine Person, die erkennt, dass es jetzt wichtig ist, sich seinen eigenen Schattenthematiken mal so ein bisschen zu stellen und zu gucken, okay, wo ist hier möglicherweise mal falsch abgebogen worden. Wir fragen mal rein. Was kriegen wir über die Welt? Abschlussenergien. Die Welt steht auch für ein Happy End und gerade hier gepaart mit den 10 der Münzen natürlich auch für die Verwirklichung und auch die, ja, Wiederintegration, so könnte man es sagen. Ich kriege so eine Energie rein von, hier hat jemand einen Rückzug getätigt, hat sich ja vielleicht tatsächlich sogar aus dem Haus entfernt, aus der Wohnung entfernt, kommt aber jetzt wieder bei sich an. Ja, das heißt natürlich nicht, dass eure Beziehung damit wieder gerettet ist, gar keine Frage, aber hier ist natürlich auch das Thema Familienangelegenheiten unglaublich präsent, sodass er oder sie sich hier wieder, ja, der Familie auch widmen möchte. Grundsätzlich, die Welt steht ja auch für die Veränderung, die Welt steht für Reflexion, ist ja dem Saturn zugeordnet und steht natürlich auch für Grenzen. In der Numerologie, die 21, natürlich auch für die Gemeinschaft und für Optimismus und Freude. Hier findet jetzt ein Paradigmenwechsel statt. Also das kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Wir gucken mal auf die Zeit. Ist die Zeit reif? Ja, Münzkönigin fällt hier raus. Das ist tendenziell eher deine Energie, beziehungsweise die einer weiteren Person. Die Münzkönigin, wenn sie auf dem Kopf fällt, ist sehr sicherheitsbedürftig. Ja, sie ist sehr unvernünftig, sie ist im Misstrauen, hat auch so ein bisschen das mangelnde Selbstwertgefühl. Ja, und auch da findet jetzt in gewisser Weise eine Sichtweisenveränderung statt mit dem Rad des Schicksals. Wir haben auch hier den Planeten Jupiter und das ist natürlich ein Planet, der sehr maßgebend ist, wenn es darum geht, in die Sicherheit zurückzukommen. Ja, zurück zum Anfang, aber auf einer höheren Ebene der Lebensspirale. Und das Rad des Schicksals fordert natürlich in gewisser Weise auch eine Entscheidung, potenziell hier von dir, dass du aus diesem Sicherheitsbedürfnis herauskommst. Sprich, wir haben hier ein Gegenüber potenziell mit natürlich den eigenen Schattenthematiken, die noch bearbeitet werden wollen, gar keine Frage. Wir haben aber auch dich hier liegen mit einer Problematik, die aufgearbeitet werden möchte. Die Frage ist natürlich, wie ist es so weit gekommen, dass du so misstrauisch bist? Natürlich dieser Person aufgrund des potenziellen Rückzugs, den ich hier wahrnehme. Klar ist man da misstrauisch, wenn man den Menschen wieder in sein Leben lässt. Nichtsdestotrotz ist das ja hier dennoch deine Grundenergie, dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses, ich brauche Bestätigung. Verstehst du, was ich meine? Hier ist die Chance, jetzt Herzschmerz aufzuarbeiten, gemeinsam aufzuarbeiten, 3 der Schwerter, auch eine Kommunikationskarte. Hier darf jetzt eine, ja, notwendige, wenn auch schmerzhafte Einsicht gewonnen werden, damit einfach eine Unentschlossenheit, die sich hier noch zeigt, und Unsicherheit aufgelöst wird. Hier ist noch so dieses in der Vergangenheit feststecken. Ja, das ist dann auch so dieses, ja, aber damals hast du ja das und das und das gemacht und das und das und das und das gemacht. Also es ist so dieses gegenseitige Vorwürfe machen und immer wieder diese Vergangenheit aufwühlen. Und nicht abschließen können. Das liegt hier drin. Ja, deswegen ist jetzt hier die Chance,
natürlich emotionale Blockaden zu lösen, gemeinsam in Kommunikation, auch in Diskurs zu gehen, gar keine Frage. Damit einfach Schattenthematiken ans Licht kommen können, aufgearbeitet werden können. Natürlich liegt hier der Verlust der Liebe und die Trennung drin, ja. Und ich sagte ja schon, ich nehme nicht wahr, dass ihr jetzt unbedingt gleich wieder ein Paar werdet und alles wieder tutti frutti ist, sondern dass einfach erstmal dieses Thema aus der Vergangenheit aufgearbeitet werden muss, bei euch beiden, ja. Ihr seid beide nicht fehlerfrei, ihr habt beide euren Teil dazu beigetragen, dass es hier in die Brüche gegangen ist. Nun hat sich diese Seite hier natürlich rausgezogen gehabt, möchte aber jetzt doch wieder in diese Familienbande oder Verbandung reinkommen und ganz gleich, ob als Liebespaar wieder oder einfach auch einen guten, harmonischen Umgang miteinander letztendlich zu haben, weil hier potenziell natürlich auch Kinder integriert sein können, das gilt es dann dementsprechend hiermit auch aufzulösen. Ja, gemeinsam arbeiten, ja, die Gelegenheit jetzt hier zusammenzuarbeiten. Es ist eine Herausforderung, hier zeigen sich auch immer noch die Konflikte, aber letztendlich ist es hier die Möglichkeit gegeben, dass ihr beide in eine neue Richtung gehen könnt. Also diese neue Richtung ist auch notwendig. Was vergangen ist, ist vergangen, man kann es aufarbeiten, diskutieren, aber wenn man einen Neuanfang machen möchte, dann müssen beide Seiten auch wirklich diesen Cut akzeptieren, ja. Sich selbst vergeben, der anderen Seite vergeben, das gilt, wie gesagt, in dem Fall wirklich für beide. Ich nehme euch wirklich beide als so kleine Hahnenkämpfe wahr. Der eine hat es dem anderen nicht recht gemacht, der andere dem anderen nicht recht gemacht. Schuldzuweisungen gegeneinander, anstatt einfach vernünftig miteinander zu reden und zu sagen, ich wünsche mir das und das für die Zukunft, die andere Seite natürlich genauso, sodass man da einen harmonischen Diskurs miteinander findet. Ja, hier ist der Schwebezustand gekennzeichnet mit den 8 der Stäben, hier gibt es Neuigkeiten, hier ist Kommunikation, hier ist auch ja, diese schnelle Entscheidung gekennzeichnet schon und natürlich auch eine bevorstehende positive Lösung. Was bekommen wir hier noch? Ja, Bube der Stäbe fällt hier raus. Könnte natürlich wieder ein bisschen flirty werden. Grundsätzlich ist der Bube der Stäbe natürlich auch Tatendrang, Abenteuerlust. Ne? Steht für einen kreativen Anfang, für den Neuanfang, für Optimismus, ermutigende Botschaften. Und auch hier mit den 6 der Stäben zeigt sich das, ja. Tolle Neuigkeiten, die hier reinkommen, Erfolg, Führung, das Potenzial wird erneuert. Das heißt, ihr erkennt auch in gewisser Weise, dass da eben noch, ja, da ist halt noch was, ja. Und mit diesem, da ist ja noch was, lässt sich halt auch wirklich gut arbeiten und dementsprechend auch über die Schatten gehen, sodass hier ein Neuanfang möglich ist. Der Eremit fällt hier zum Schluss noch raus. Ja, Innenschau, ne? Wahrheit, Klarheit finden. Der Eremit steht auch dafür, für Loyalität, für Analyse, natürlich auch für das Kritische, ganz gar keine Frage, aber eben auch für Selbstbewusstsein und Integration. Das heißt, ihr beide, auch wenn der Eremit natürlich Rückzug bedeutet, in der einen Situation gar keine Frage, mit sich all eins sein, heißt er aber auch, lasst hier wirklich fixe Ansichten los. Konzentriert euch auf das, was kommen möchte. Fokussiert auf euch auf eure innere Weisheit. Wie gesagt, es ist keine Zeit jetzt mehr für irgendwelche Schuldzuweisungen. Ja, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Beidseitig. Sondern einfach dafür, um ja, einen gemeinsamen neuen Weg zu finden. Ganz gleich, wie er ausgehen mag. Wie gesagt, hier ist es, ja, der Neuanfang auf jeden Fall schon gekennzeichnet. Aber sowohl dein Gegenüber als auch du habt hier einiges zu verändern. Ja, also denke nicht, dass es nur, ja, seine oder ihre Schuld war, sondern dass du auch deinen Teil dazu beigetragen hast. Die grüne Rose. Grün ist die Farbe des Herzens und wird mit Heilung und der Natur in Verbindung gebracht. Die grüne Rose zeigt dir, dass du auf dem Weg der Heilung und des Wachstums bist. Gib nicht auf. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ja, einen schönen restlichen Mittwoch, einen schönen Start in den Donnerstag und regelt das. Ja.